Genau. Diesmal haben wir eine junge Dame, die noch zur Vorschule geht. Und wir fragen mal, was hältst du davon? Sollten Kinder in der Vorschule schon mit dem Füller schreiben? Ich finde das schon. Ja, dann schreib mal los. Ein bisschen eckig. Ja, macht nichts. Aber wir können es lesen. Was steht da? Schönes. Genau. Pia. Pap? Nee, Pia. Papa. Ja, perfekt. Dann lege ich nochmal den Füller hin. Konntest du gut mit dem schreiben? Ja. Okay. Ja, das war der Füller von Faber Castell. Mach ihn mal zu. Und was hast du denn noch Schönes rausgesucht? Was kommt als nächstes? Der. Genau, leg ihn mal hin. Kann man ihn gut sehen? Ja, der gefällt dir auch, oder? Dann schreib mal unten drunter. Und der Papa schreib mal auch mit diesem Füller. So? Ja, so. Ja, genau, genau da drunter. Super. Kannst du auch gut mitschreiben? Ja. Ja. Ja, super. Ja, genau. Das ist der Füller von Städler. Kannst du gut mitschreiben oder nicht? Ist eigentlich ganz gut. Okay, ja. Dann, was hast du denn noch Schönes ausgesucht? Machst du ihn wieder zu? Ja, sag ruhig was. Was sagst du dazu? Gut. Genau. Jetzt. Und da in die Kamera. Genau, guck. Genau, du kontrollierst, ob auch alles gut gefilmt wird. Welchen nimmst du als nächstes? Leg ihn da hin. Das ist der Füller von Big. Okay, probier ihn mal aus. Oh, ich brauche nicht so. Nicht so. Lacken. So. Jetzt kommt der. So. Ja, perfekt. Ja, so muss man. Das ist noch ein Bild. Aber gleich muss sie daneben schreiben. Ja, genau. Aber dieses passt dann auch gut hin, ne? Und sagst du uns kurz was zu dem Füller? Gefällt er dir? Ja. Haben dir bislang alle ganz gut gefallen, ne? Ja, genau. Nimm dir den nächsten. Was hast du noch Schönes ausgesucht? Der muss jetzt daneben geschrieben werden. Den hat genau. Papa ausgesucht. Genau. Und wo soll sie jetzt schreiben? Rechts daneben oder links daneben? Hier. Genau, den schreibt man da. Genau. Genau. Und dann da drüber. Genau. Was sagst du zu diesem? Wirklich ganz gut. Okay, dann nehme ich mal, das ist der Füller von Schneider. Da gehen wir hier hin. So, ja, also auch zufrieden. Was hast du jetzt Schönes? Oh, das ist der von Mappede. Leg ihn mal hier ins Bild. Das ist ja der ganz kleine Füller. Kannst du ihn dann sehen? Dann nehme ich noch den großen. Genau, dann danach kommt dann der große von der gleichen Firma. Ne? Okay. Wenn ich mir einen Schulfüller aussuchen dürfte, hätte ich den genommen. Also, ja? Ich würde den. Genau, zeig ich mal, welcher dir. Aber jetzt schieben wir das Blatt einfach ein bisschen nach oben. Oder willst du jetzt da drüber? Schreib da drüber. Du willst da drüber, okay. Und, wie findest du den? Das ist gut. Aber man sieht nicht so richtig. So. Und was sagst du dazu? Für Vorschüler wäre der gut, aber für mich nicht. Bei mir versinkt er in der Hand und dann sieht man nicht mehr die Spitze. Ah ja, also das ist ein klitzekleines Modell. Jetzt kommt und das große. Jetzt kommt das große dazu. So. Da liegt es ruhig hier ins Bild, damit wir die Kappe sehen können. So, und? Da drüber? Ja. Akku muss gucken. Oh nein. Siehst du? Ja. Oh. Das siehst du. Das Blatt sieht ja richtig gut aus. Da freut sich dein Papa wahrscheinlich hinterher, wenn er das Geschenk kriegt.
So. Schenkst du ihm das? Ich glaube. Bislang haben die Kinder entweder Hallo geschrieben oder Essen, aber Papa hat jetzt noch keine geschrieben. So, okay. Nimm den nächsten. Das war also auch noch einer von Mappede. Jetzt, welcher kommt jetzt? Jetzt kommt wieder einer von Schneider. Den gucken wir uns mal an. Und jetzt vielleicht, schreib vielleicht hier drunter. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Und halt dahin. Also, was sagst du dazu? Gut. Schreibst gut? Ja. Ja, alle schreiben gut, ne? So. Und der Maus? Genau. Ach, da ist eine Maus drauf, genau. Für mich ist das der schwarze Füller von Schneider. Aber jetzt probiere ich mal aus. So. Und da? Ja, schreib einfach da drunter. Da drunter, genau. Das ist im Grunde der gleiche Füller. Aber gut, so, du musst gehen, ob du siehst. Ja, alles gut im Bild, leg ihn hin. Warst du zufrieden mit dem? Ja. Okay, jetzt schnapp den nächsten. Jetzt muss sie da schreiben, da wo der Füller gerade gelegen hat. Ja, da. Jetzt leg den Füller mal schön ins Bild. So. Und? Geht los. Da? Ja. Und die blinkt immer, wenn er filmt. So. Oh. Geht er gut? Ja. Perfekt. So. Dann haben wir ja schon einige Füller getestet. Das war jetzt auch ein Schulfüller von Schneider. Dann nimm doch als nächstes mal diesen hier von Pelikan. Und wo soll sie schreiben? Wo ist noch Platz? Wo sind wir gut im Bild? Hier. So, oder wir schieben das Blatt ein bisschen so hin. Hier. Genau. Ist es gut im Bild jetzt? Ja. Genau, schreib jetzt da hin. Geht ist keine Tinte drin? Doch. Muss ihn richtig aufsetzen. So. Mit der Spitze. So, genau. So. Und wie findest du den? Gut. Hm? So. Genau. Das ist der von Pelikan. Mach sie zu. So, kamst du gut mit zurecht, ja? Genau, dann nimm doch mal, dann haben wir jetzt hier einen Schulfüller von Herlitz. Wo soll sie schreiben? Du kontrollierst ja die. Hier. Genau. Unter dem Papa. Ja, unter so dem? Ja. Was sagst du dazu? Gut. Dann haben wir jetzt hier noch einen Schulfüller von Pelikan. Sind wir gut im Bild? Ja. Jetzt musst du einfach wieder hier drunter nochmal schreiben. So, perfekt. Jetzt immer schön aufsetzen, dass die Spitze. Ein bisschen ist das oben. So, und jetzt da geht's weiter. Ein bisschen ist das oben. Ja, gibt's ihm da einfach einen längeren Strich.
Strich nach unten, dann so, siehst du? Und jetzt machst du das A auch wieder ein bisschen höher. Und das letzte A machst du auch ein bisschen höher. So. So. Und? Dann haben wir hier noch einen schönen Füller. Wie findest du den? Will ich nochmal ins Bild auch vom Pelikan. Was sagst du zu dem? Gut. Ja? Den muss ich erst probieren. Genau, wir probieren ihn aus. Wo jetzt? Genau, wir schieben es noch ein bisschen nach oben. Jetzt schreibst du am besten dahin, ne? Ja, ist das gut? Ja. Das ist gut. Dann kann sie da drunter. Mhm. So, ja, leg ihn schön ins Bild. Siehst du, bei diesen kann man immer gut, siehst du, dass die Patrone schon fast leer ist? Siehst du das? Siehst du, wie die Tinte hier fließt? Siehst du, das ist der Vorteil bei diesem, weil er so schön durchsichtig ist. Der hat noch eine Patrone. Genau. Okay. Und, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Noch Schönes. Hier kommt jetzt der Schulfüller von Lamy. Und schreibst du da drunter? Siehst du so. So, genau. Jetzt haben wir ja eine ganze Menge Schulfüller getestet. Wollen wir sie hier alle mal hinlegen? Sind sie im Bild? Etwas zu hoch. Die müssen hier so tiefer, die ganze. Lass mal deine Schippen das Ganze mal so. Sind sie jetzt alle im Bild? Nein. Jetzt? Jetzt sind sie im Bild, ne? Ja, jetzt. Okay. Ja. Nur den sieht man nicht ganz. Ja, genau. So. Kamst du mit allen gut zurecht? Ja? Der war gut. Genau, ich mit dem Hund, der wäre gut, wäre dir gut gefallen. Der war ein bisschen schwer. Hm? Der war auch gut. Ja. Aber im Großen und Ganzen waren eigentlich alle gut, ne? Mhm. Und was sagst du? Also, Kinder in der Vorschule sollten durchaus schon mit dem Füller schreiben. Würdest du das auch sagen? Und was meinst du? Du auch? Ja. Ich bin in der zweiten Klasse und wir haben immer noch nicht angefangen mit Füllern. Ja. Und in anderen Schulen hat man in der ersten Klasse schon angefangen. Hm. Okay. Ja, dann bedanke ich mich bei der jungen Dame hier, die Füller so schön getestet hat, und bei ihrem Assistenten. Okay, sag dir noch schnell Tschüss. Tschüss.